Rund 3 Millionen Schulkinder benutzen täglich den Schulbus. In Deutschland besteht keine spezielle Bau- und Zulassungsvorschrift für diese Fahrzeuge. Meist werden hier normale Linienbusse eingesetzt, die dann auch keine besondere Kennzeichnung als Schulbus brauchen, welche eigentlich andere Verkehrsteilnehmer zur Vorsicht mahnen sollte. Zusammen mit der Polizei hat der ADAC in 7 Bundesländern 141 Schulbusse auf ihren technischen Zustand und die Sicherheitsausstattung überprüft. Insgesamt wurden bei 7 Bussen erhebliche technische Mängel festgestellt. Trotzdem waren die Fahrzeuge bis auf 3 Ausnahmen betriebs- und verkehrssicher. Bei 10 Bussen bemängelten die Experten den Zustand der Karosserie und 12-mal beschädigte Reifen oder nicht ausreichende Profiltiefe. Vorne links und hinten rechts habt ihr euren Nagel reingefahren, sagst dem Chef. Und vorne rechts läuft der Reifen einseitig ab. Da die Busse sehr voll sind und dadurch das Ein- und Aussteigen lange dauert, versuchen viele Fahrer durch überhöhte Geschwindigkeiten ihren Fahrplan einzuhalten. Dabei ist bei Fahrten mit stehenden Passagieren ein maximales Tempo von 60 km/h vorgeschrieben. Leider fanden sich auch schwer zugängliche oder nicht erreichbare Verbandskästen. Stolperfallen im Einstiegs- und Gangbereich. Oder nicht funktionierender Einklemmschutz an den Türen. Bei einem Bus war sogar der hintere Antrieb frei zugänglich. Im Innenraum geht es dann um alle Dinge, die die Personenbeförderung selber betreffen. Die Sicherheit der Insassen, zum Beispiel ob alle Nothemmer da sind, ob der Fußbodenbelag in Ordnung ist, keine Stolperschwellen da sind, ob die Haltegriffe entsprechend gesichert und verfügbar sind. Auch für die kleineren Schüler natürlich geht es darum, dass die Haltegriffe erreichen können. Feuerlöscher waren teilweise nicht vorhanden oder abgelaufen. Sicherheitsgurte durch Schonbezüge nicht benutzbar. Im Ausstiegsbereich standen Gegenstände oder in 41 Fällen fehlten Nothammer. In Bezug auf die maximale Personenauslastung hat man nicht berücksichtigt, dass Schüler ihre Ranzen, Taschen und Beutel zum Teil auf dem Rücken mit sich führen. Bei diesem Test konnten die angegebenen 148 Personen nur durch langsames und dirigiertes Einsteigen tatsächlich Platz finden. Die Kinder drängten sich allerdings wie die Heringe. Bei der Gegenprobe, die dann der wirklichen Praxis entsprach, war der Bus zwar in der halben Zeit voll, aber für 9 Kinder war kein Platz mehr vorhanden. Das Ergebnis dieser Tests zeigte, dass noch lange nicht alles in Ordnung ist. Der ADAC fordert deshalb mehr Geld für die Schulbusse, geringere Auslastung und geschulte Busbegleiter. Leider scheitert so etwas oft an den knappen Kassen der dafür zuständigen Kommunen. Einer der Tester bringt es auf den Punkt. Ihr transportiert hier keine Kartons, keine Kiste. Das ist unsere Zukunft, die transportiert wird.